Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So, heute ist ein kleines Paket gekommen. Ich habe was auf Mamikreisel bestellt oder gekauft, keine Ahnung, wie man das nennt. Und das packen wir zusammen mal aus. Viel Spaß dabei! So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt einigermaßen gut sehen. Die Dame hat das so eingepackt. Jetzt weiß ich nur noch nicht so genau, wie ich das am vernünftigsten aufmache. Ja, ich glaube hier. Genau. Und zwar, weil wir ja in Urlaub fahren und ich da den Elias mitnehmen wollte, habe ich gedacht, ich besorge ihm mal ein paar schlichte Bodies. Einfach, dass wenn ich die tagsüber ihn anhatte, auch verschwitzt ihn angefasst habe, ich die einfach anziehe, wenn die Wäsche lassen kann, quasi. Weil ich bin da sehr empfindlich. Von daher habe ich da ein bisschen geschaut. Er scheint gedacht, er kommt auf die Original bei H&M-Bäuche, aber die sind ja auch nicht günstig. Da habe ich gedacht, ich muss auf Mamikreisel und genau, ich habe gefunden kurz an. Und die Dame hatte eben, ja gut, dann muss die Dame gleich zusammenzahlen, das ist ja logisch. Gut eingepackt auf jeden Fall, weiß zwar nicht, was man da diese Folie braucht. Genau. Dann habe ich gedacht, ja, guck mal, das ist ja ein Set mit 4 Stück. Ne, 6 Stück, Entschuldigung, jetzt habe ich euch weggekickt. 6 Stück waren es. Und die hatte eben dann auch Langarm noch. Und da habe ich gedacht, nimmst du die gleich auch noch mit. Kann man später bestimmt mal brauchen. Und weiß ist so schön. Und tatsächlich, die sind quasi neu. Das ist der eine, der, das soll ein Fleckchen sein. Den sieht man ja gar nicht, den Fleck. Das zählt nicht. Und ich habe bezahlt 25 Euro. Das sind jetzt allerdings 14 Bodies drin. 8 Langarm, 6 Kurzarm. Ja. H&M, Größe 5, 56. Ja. Genau, ich denke, die kennt jeder. Oder nee, das sind sogar kleinere noch dabei. Das ist jetzt noch. Nee, das ist auch 56. Aber der ist ein bisschen kleiner wie der. Ja. 56. 56. Vielleicht sind da ein paar ein bisschen eingegangen. Was weiß ich. Nochmal lang. Kommen denn die kurzen? Lang. Jetzt kommen die kurzen. Genau, und eben noch die kurzen. In 6 Stück. Ist von Urlaub reichen. Kann ich jeden Tag einen neuen anziehen. Und die werde ich nachher waschen. Gleich den Trockner anmachen. Und dann werde ich euch die zeigen, die aussehen am Elias. Ja, ich finde Wiggle Bodies einfach nur toll. Die sind viel einfacher zum Anziehen. So. Tschup, tschup. Gut, dann werden wir die jetzt mal in die Waschmaschine verfrachten. Und dann seht ihr mich nachher, wie ich die dann mal anprobiere. Bis später. Okay, und jetzt geht es ein bisschen weiter. Es ist mittlerweile nächste Morgen, aber die Bodies sind gewaschen und getrocknet. Hier liegt jetzt der Elias und wir probieren einen an. Genau, so sieht das aus. Bodies aus dem Trockner. Ja, mal lieber raus, ne? Sind doch ein paar viel. Ich glaube, ich packe die erstmal quasi für später weg. Oder ich werde jetzt hier mal schauen. So viel braucht man ja eigentlich nicht. Außer man möchte eben im Urlaub gewappnet sein. Jetzt stelle ich euch hin. Und positioniere ich ein bisschen, dass ihr ein bisschen viel mehr seht von ihm, gell?
ersten Moment hat er diesen tollen, selbstgenähten Spandler an, der nicht perfekt ist, aber ich finde, er ist recht gut. Er ist vor allem sehr dünn. Es ist ein sehr schöner Sommerstrampler. Dann probieren wir das jetzt mal, ne? Ideal. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich habe ihm die Brauchplatte, also quasi weggemacht, dass er die nicht immer anhat. Weil eigentlich sieht man sie ja nie. Nur wenn man den Body wechselt. Und na, ich gedacht, dann ist er ein bisschen beweglicher. Das sagen ja viele und ja, das stimmt. Ich kann jetzt diesen hier machen. Ich habe ihm die Windel jetzt an. Genau, so sieht der Körper aus. Wir probieren jetzt einen Kurzarm an. Also erstmal in Knöpfen. Ich ziehe ihm dieses Hemd hier auch noch aus. Nichts wird das so sein, dass wahrscheinlich der Arm, ich weiß nicht, irgendwas passt hier nicht so ganz. So. Naja, passen tun sie auf jeden Fall. Auch über den Po. Habe ich jetzt dann alle Knöpfe. Allerdings ist hier nicht so, wie ich das gedacht hatte. Das, oh. Oh nein, die Kamera ist ausgegangen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie weit ihr noch viele gesehen habt. Also an sich cool, bis auf das eben hier nicht ganz so eng ist. Gut, das ist aber okay. Dass die hier zu kurz sind. Naja, ich werde wahrscheinlich doch darauf hinauslaufen, dass ich immer ein Hemdchen drunter tragen werde. Dass ich mich einfach wohler fühle. Ich habe da ja auch ein paar. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.